Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes und einer neuen Folge Creativeverse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Wir haben in der letzten Folge etwas tiefer angefangen. Guck mal, die kommen direkt alle raus hier. Unsere Chance. Den zu schnitzeln. So. Wir haben in der letzten Folge unten angefangen zu bauen und da wollen wir auch wieder hin. Also bleibt dran. Um die Sache mal ein bisschen abzukürzen. Da. Kriegst du hier den? Wie haben wir da? Drei Stück. Es ist Teleport-Code. Ist nothing. Das soll nur ein Eingang werden. Ich weiß nur nicht mehr, was der Ausgangscode war. Dreimal Holz. Haben wir nicht dabei. Okay. Ist ja wurscht. Hauptsache, wir kommen demnächst da runter. Das ist mir nur wichtig. Damit wir hier nicht immer die ganze Zeit Treppen laufen müssen. Vor allen Dingen jetzt für die Anfangszeit, wo wir doch ein paar Mal hoch und runter müssen wahrscheinlich. Du landest jetzt erstmal hier im Eck. Brauchen wir noch einen so einen Stein. Den kriegen wir hier hinten her. So. Genau. Teleport tut. Der soll ja nur. Oh shit. Da geht's ja schon los. Boah, die halten auch was aus. Ist ja abnormal, ne? Hoffentlich hält das mein Schwert durch. Komm, bald haben wir ihn. Ich habe wie gesagt keine Stump um nichts dabei. Oh ja, Gott sei Dank. Dach. Und eine Kiste. Oh, ich bin voll. Den Schrott brauchen wir jetzt nicht. Das nehmen wir mal mit. Alter Verwalter, du. Ja, stürz mich ab. Alter Verwalter. Gut, wir müssen hier ran. Nee, besser gesagt, ich habe mir nämlich auch Lampen mitgenommen. Ah, gucken wir gleich mal. Nee, wir gehen erstmal. Ich habe keinen Platz mehr. Ich muss was loswerden. Und zwar. Ein paar schöne LEDs. Dem Ganzen hier ein bisschen Schmackes verleihen. Schon nett. Ich werde hier drin aber noch eine postieren. Die geben mir gar kein Licht. Erstmal aus Sicherheitsgründen. So. Nette Farbe. Gibt dem Ganzen noch mal ein bisschen Flair. Ich habe jetzt überlegt, ob ich die hier hinsetze. Warte mal.
Aber die sind hier zu dicke. Ich die dann wegnehme. Ist eine Option. Da gefällt mir nicht ganz so sehr. Nee, lieber dahin. So. Setzen wir erstmal einen hin. Zur Sicherheit. So, denn wir müssen hier drinnen noch ein bisschen was machen. Für unser Lager, damit wir hier auch lagern können. Gar kein... Nichts kann ich absetzen. Ne, das, was wir erstmal nicht brauchen. So. So, passt. Na, nicht du. So. Die Idee finde ich ziemlich cool. Um hier ein bisschen Räumlichkeiten zu schaffen. Na, viel weiter müssen wir hier schon gar nicht mehr gehen. Das heißt aber hier genauso. Mal den hier. Für die Wand. Müssen wir jetzt gleich mal krallen. Und 1, 2, 1. Hier noch rum. Okay. Das soll schon gewesen sein von dem Lager. Mehr will ich hier gar nicht. Also was heißt mehr? Das ist ja schon einiges. Aber es reicht. Das reicht uns. So. So, zack. Müssen wir hier mal rüber greifen. Ich habe hier die 12. Ich nehme die mal direkt mit, bevor ich die vergesse. Im Dunkeln leuchten die gerade so richtig schön hell. Ah, das ist nur der eine. Okay, geht's hier weiter. Ein bisschen irritiert mich das doch, dass das jetzt ein Punkt ist, statt... Also so ein... Krickelter Punkt statt der vorige. Aber das ist, glaube ich, einfach nur eine Gewohnheitssache. Hier nach hinten, wie sieht das aus? So ein bisschen versetzen. Thank you.
Ich finde es nicht verkehrt, wenn das so ein bisschen versetzt ist. So. Solange wir das auch umsetzen können. Na, hier an der Ecke können wir das natürlich nicht. Hier könnten wir. So. Warum nicht? Tut ja nicht weh. Ist der gleiche Aufwand, ist halt nach hinten ein bisschen größer. Aber mir auch nicht. So, hier der Fußboden. Quatsch, gar nicht wahr. Bring die Ecke nicht vergessen. Die Janiro alle in eine Richtung zeigen. Jo, perfekt. Kommt noch der Boden raus. Und fertig ist unsere Lagerhalle. Ganz stupide aus den Elementen gebaut. Kriegt auch keine Tür, keinen Sicherheitsraum. Kann ja keiner klauen. Sobald noch eine Decke drauf ist, sollte das sogar safe sein vor Strahlung. Machen wir uns mal schnell den einen da. Sieben Stück, das waren aber mal mehr. Jetzt ist noch die Frage, was machen wir aus der Decke? Das ist langweilig. Ja, die anderen sind nicht so prickelnd. Dann nehmen wir auch den hier. Hätte ja was. Alles ein bisschen so. Ja, ich könnte jetzt auch so. Nee, warum hat der die denn automatisch gedreht? Dann will ich doch hier dieses haben. Da, ich könnte jetzt auch Stein nehmen, etc. Alles möglich. Aber vor allen Dingen hier für den ersten Raum ist das gar nicht so verkehrt. Einfach so einen Container hingesetzt nach dem Motto. Passt doch. Nur die Lampe. Welche Ebene steht der? Steht jetzt hier genau dazwischen. Finde ich gut. Muss ich sagen, finde ich gut.
Lagermöglichkeiten ohne Ende, vor allen Dingen für den ganzen Schnodderadatsch hier. Nicht sehr helle. Kann man da farblich eigentlich was... Ah, ich habe den Handschuh nicht mit, ne? Ist auch noch cool, kann man aber wann anders ansetzen. Hier brauchen wir die nicht. Ja, Lagerraum steht. Würde ich mal sagen. Kann man arbeiten. Was jetzt fehlt, ist natürlich noch die kleine Werkstatt und. Aber das ist... Ja. Ich gehe jetzt erstmal hier so. Zack. Und das Ganze hier auch eine Form kriegt. Lustig, wie das immer die Farben, das hier farblich sich ändert. Oh, da reißt das den Handschuh schon fast in zwei. Der hat lange durchgehalten, aber wir waren auch nicht, wir haben den auch nicht wirklich strapaziert mit unseren Welten, wo wir vorher so wirklich gearbeitet haben. So. Da, der Winkel passt halt nicht. Dadurch, dass wir hier viel weiter vorne anfangen. Ich den trotzdem hier, damit ich setze. Warte mal, ich muss mal gucken. Drei, das heißt dahin. Und hier dann so. Gar nicht war ein weiter. Ist jetzt auch nicht schlimm. Mal jetzt einfach nur mal wegen der Beleuchtung hier so schon mal ein bisschen was hinzimmern. Zack, zack, zack. So, hier noch einen drauf. Und die Wand. So, dann können wir hier nämlich hier die grünen von mal sagen und schreibe drei Stück mitgenommen haben, wie es aussieht. Die gleiche Höhe pflanzen. Wir haben hier schon wieder ein bisschen mehr Beleuchtung. Ich finde es gar nicht so verkehrt. Und ihr seht, ich kriege keinen Schaden mehr gerade. Vielleicht genug, wenn ich jetzt hier hingehen würde. Schaden, kein Schaden.
ziemlich cool. Ist leider nicht hell genug. Macht noch mal so ein rotes Licht dazu. Fahr mal hier so. Wo ist der Vogel? Wo ist er hingelatscht? Keine Ahnung. Da war Corrupted Kirby. Jetzt brauchst du mich hier nicht so anpiepen, du. Ja, hier haben wir den auch nicht durchgezogen, ne? Machen wir es mal so. Und hier wieder den. Ja, nicht verkehrt für so einen Hauseingang. Ich könnte die natürlich auch drehen. Ist auch nicht schlecht. Das ist immer noch zu düster. Ob ich die doch hier unten hinklatsche, auf die Straße. Wir sehen sonst einfach zu wenig. Da oben hängt er fest, okay. Wo ist er hin? Ach, hier. Ach, 99. Dann ruhig so rum. Oh ne, schon wieder. Nein, ich wollte doch keinen Ziegen mehr töten. Warum kommt die denn jetzt alle raus hier? Zwei Stück in Folge. Übel. So, machen wir das. Ah, da klebt er fest. Ha! Alter Schwede. Ich wollte doch hier kurz mal mit der Beleuchtung rumspielen. Ich die einfach hier so oben hin. Um hier schon mal ein bisschen Flair reinzukriegen. Weg. Ja, schon ein bisschen heller. Ein bisschen angenehmer. Läuft. Perfekt. Haben wir schon mal einen Anfang gemacht. Wie gesagt, hier so will ich so kleine Garage, also was heißt Garage, so die Werkstatt noch reinzimmern.
Ja, dann nimmt das ja mal langsam Gestalt an hier unten. Recht zügig sogar, wie ich finde. Okay, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir haben zwei Sinks gekillt. Und bis zum nächsten Mal.